Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist der 31.8., das heißt der letzte Tag des 9-Euro-Tickets und ich nutze das. Laufe gerade zum Bahnhof und fahre nach Wetzlar in den Leitzpark, um dort die Leica-Welt zu besuchen. Die Kurzinformation von der Seite lautet: Leica ist nicht nur ein Name, sondern eine ganze Welt für sich. Eine Welt voll Faszination und Leidenschaft, Beständigkeit und kompromissloser Ingenieurskunst. Ein Name, der als Inbegriff für Fotografie made in Germany steht. Die Leica-Welt im Leitzpark ist eine Hommage an die Fotografie und gleichzeitig auch Wegweiser. Und auch wenn ich keine Leica besitze, zumindest noch nicht, ich hoffe, das bleibt bis heute Abend auch so, habe ich doch gewisse Sympathien für diese Kameras. Erstens natürlich made in Germany, geringere Stückzahl. Und zweitens geht es bei Leica-Kameras nicht wie zum Beispiel bei dieser Sony FX3, die ich gerade nutze, um möglichst viele Features und möglichst schnell Autofokus. Und das ist eine Leica ist kein wirkliches Arbeitstier, sondern es geht um die Fotografie an sich. Es geht um eine langsamere Art der Fotografie, aber kombiniert mit extrem guter Bildqualität. Dazu kommt dann noch die ganze Historie, weil Leica hat einen riesen Einfluss gehabt auf die Fotografie an sich. Und das alles macht es sehr, sehr spannend. Und normalerweise würde ich nach Wetzlar 60 Euro hin und zurück zahlen von hier. Heute für 9. Das letzte Mal. Ich bin sehr gespannt. Und es fühlt sich irgendwie das erste Mal wieder so an wie in den USA. Ich bin am Vloggen mit genau dem Setup. Irgendwie cool. Fast genau 3 Stunden bin ich angekommen, hier in der Leica-Welt vor dem Ernst-Leitz-Museum. Und warum immer der Name Leitz? Weil Leica nichts anderes heißt als Leitz-Kamera oder Leitzsche Kamera. Hinter mir sieht man das Leica-Cine-Gebäude. Da werden wahrscheinlich die Objektive hergestellt, die für die Kinokameras verwendet werden. Und architektonisch ist das alles sehr, sehr clean. Hier das Museum hinter mir. Und da gehe ich jetzt mal rein und hole mir ein Kombi-Ticket. Das ist einmal die Tour und einmal der Museumseintritt. Und ich muss sehr, sehr dringend auf die Toilette, weil eben in dem Einkaufszentrum wollte ich schnell gehen. Die haben da Sanifair-Toiletten in einer Mall. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe richtig Lust. Hier ist extrem wenig los. Heute ist der erste Tag, wo es irgendwie ein bisschen regnet. Seit Wochen gefühlt und wo es nicht 30 Grad ist. Also ich gehe jetzt als allererstes mal durchs Museum. Hier ist wirklich fast nichts los. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Wetzlar am Arsch der Welt liegt. Wäre das in Hamburg oder irgendwo, dann wäre das wahrscheinlich viel, viel besser besucht. Man darf nicht filmen, das heißt, ich mache Fotos und unterlege das mit ein paar Informationen eventuell. So machen wir das. Bis später. Ich freue mich drauf. Das Ernst-Leitz-Museum ist in 2 Ebenen aufgeteilt. Im Erdgeschoss findet man wechselnde Ausstellungen. In dem Fall war es Andy Summers, das ist der Gitarrist von The Police, der auch fotografiert. Außerdem finden sich die beiden Stores unten. Oben geht es dann weiter zum Thema Fotografie erstmal, also wie baut man ein Bild auf. Das ist sehr, sehr interessant, was man da so ausprobieren kann. Das ist ziemlich interaktiv. Dann gibt es natürlich auch sehr viele Informationen zur Geschichte von den Leitzwerken, die es ja ursprünglich waren. Es geht zum Beispiel um die Ur-Leica, die 1914 von Oskar Barnack entwickelt wurde und als erste Kleinbildkamera gilt und diese Art von Kameras abgelöst hat. Mit dieser Art musste man nämlich immer 20 Kilo Equipment mit sich rumschleppen. Das gehörte dann ab 1914 oder in Serienproduktion ab 1924 der Vergangenheit an. Außerdem sieht man ganz viele ikonische Modelle oder auch sowas wie das Leitz Phone, was es nur in Japan gibt, glaube ich. Und dann, ja, so ein bisschen wie eine Kunstausstellung eigentlich oben. Das ist ganz interessant. Das macht Spaß. Ich bin gerade durch mit der Museumstour, war ganz kurz im Shop. Der Shop ist, ich habe noch nie so einen schönen Shop gesehen und so einen teuren. Es gibt auch teilweise gebrauchte Modelle, aber nicht die wirklich sehr nachgefragt werden, wie zum Beispiel die M2 oder auch Q2 oder auch die M10 ist nicht wirklich häufig gebraucht da. Und aber kurz mit der Mitarbeiterin und der Mitarbeiter gesprochen darin.
die Kappe erkannt. Sie guckt gerade Gilmore Girls. Und ich muss sagen, nach dieser ganzen, nach dem Museumsrundgang, was mir hängen geblieben ist, wie revolutionär diese Kleinbildkamera war, 1914. Und erst über zehn Jahre später, einfach auch wegen dem Krieg, ging sie dann in Serie. Und das war ein Riesenrisiko, das Ding rauszubringen. Und diese Leitzwerke hier, die so eine Geschichte haben und auch nicht komplett eingeknickt sind vor den Nazis. Das ist auch ein großer Pluspunkt, dass einfach noch versucht wurde, okay, wir schaffen jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Amerika oder irgendwie. Ist gut, wenn ein Unternehmen das von sich behaupten kann und nicht wie viele andere einfach auf der Welle so mitgeschwommen sind, der Nationalsozialisten. Und jetzt freue ich mich auf die Tour, die gleich beginnt um 1. Zu Beginn der Tour erfährt man einiges über die Gebäude selbst, über das Gelände der Leica-Welt, wurde 2012 bis 2014 gebaut, nach einigem Hin und Her, was die Architektur anging. Und ist außerhalb von Wetzlar und bietet sehr, sehr viel Platz, weil drumherum ist eigentlich nicht so viel. Dann ging es weiter hier mit diesen 36 aus 100, das sind ikonische Bilder, die man auch so schon mal gesehen hat, zumindest die meisten davon. Und damit beginnt natürlich dieser Mythos Leica, der da aufrechterhalten wird, auch zu Recht natürlich. Man geht wieder an einigen Schaukästen vorbei, wo die bekanntesten Leica-Modelle ausgestellt sind und bekommt ein paar Informationen dazu, das ist ganz interessant. Dann bekommt man noch die Möglichkeit, durch drei Fenster in die Produktionshalle zu gucken und erfährt, warum Leicas denn so teuer sein sollen. Gerade ist die Tour zu Ende gegangen und es war wirklich interessant. Es war etwas länger als eine Stunde. Man kann in die Fertigungsschritte einmal reingucken mit so Fenstern. Leica reitet natürlich auf der Historie ein Stück weit rum. Diese ikonischen Fotos sind prominent ausgestellt und aktuell gibt es natürlich immer weniger professionelle Fotografen, die mit Leica fotografieren. Nichtsdestotrotz ist die Qualität natürlich immer noch wirklich gut, weil immer noch auf ein Stück weit auf Handarbeit gesetzt wird, gerade wenn es um die Qualitätskontrolle geht. Leica geht natürlich auch viele Kooperationen ein. Da geht es meistens dann um irgendwelchen Datenaustausch. Letztendlich haben die Produkte von Huawei oder Xiaomi oder auch Panasonic nicht viel mit Leica zu tun und sehen auch niemals hier das Werk. Es geht wahrscheinlich einfach nur darum, für Leica mit diesem Namen etwas Geld zu verdienen. Die beiden sind sich zum Beispiel bis auf den Preis sehr, sehr ähnlich. Und ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es muss auch irgendwie lukrativ sein. Nur so kann man wahrscheinlich auch die Forschung gewährleisten und gewährleisten, dass weiterhin in so relativ geringer Stückzahl auch produziert werden kann. Ich fahre jetzt zurück zum Bahnhof, gehe da noch mal kurz vielleicht was essen und fahre dann 3 Stunden zurück. Und es war ein sehr schöner Ausflug, inspirierend und natürlich hätte ich gern eine Leica. Aber es tun auch sehr viele andere gute Kameras, die deutlich preisgünstiger sind. Man zahlt den Namen, man zahlt die Historie und man zahlt dieses Gefühl Leica eben auch mit. Und das auch zu Recht. Und wer sich's leisten kann, kann sich's leisten. Manche sparen dafür. Ist, denke ich, eine Frage, wie wichtig einem diese Geschichte ist, wenn man fotografiert.